Punktabzug
weil es mit der Handbremse sehr, sehr leicht ist. Ja, man zieht einfach am Hebel, Hinterräder bleiben stehen und gerade wenn man beim Nürburgring Drift Cup Geschwindigkeiten von 170 beim Einleiten fährt, dann ist der Reifen relativ schnell durch, wenn er da über mehrere Meter stehen bleibt. Also gibt es noch eine elegantere Handbremse, da kann man die Kupplung dazu verwenden und fährt mit Schwung auf die Kurve zu, tritt die Kupplung, geht vom Gas runter, lässt die Kupplung abrupt wieder kommen und durch die Motorbremswirkung blockiert die Hinterachse an. Das ist jetzt nicht so ein krasses Blockieren wie bei der Handbremse, aber das reicht manchmal auch aus. Kann natürlich schon je nach Auto sein, dass das nur ein sehr kurzer Rutscher wird, also da müsst ihr ziemlich genau hingucken. Und es kann auch sein, dass der ein oder andere von den beiden vielleicht auch noch ein bisschen Gas dazu gibt, um den Effekt zu verstärken. So, wir schicken sie nochmal los. Einleiten mit Kupplung. Internet drift.de kann man sich ja, glaube ich, ganz gut merken.
dann viel Spaß heute noch.